Seit 2012 erzählen uns nun hier in Leipzig die Stars aus dem Adlershofer Kessel ihre Showgeschichten um ihre Showauftritte. Wir zeigen jetzt noch einmal die emotionalsten Erlebnisse um den Kessel von damals. Zum Beispiel Bolland und Bolland waren beliebt im DDR-Fernsehen. Und beim Interview mit Rob kam heraus, dass die Auftritte im Osten zu ihren Welterfolgskompositionen für den Österreicher Falco beigetragen haben. Die Besucher an der DDR, da haben wir immer Deutsch reden wollen mit Leuten. Und es hat endlich resultiert, dass ich für einen deutschsprachigen Künstler etwas machen konnte. Und man hat mich gefragt, um für Falco etwas zu schreiben. Ich konnte mein Deutsch, was ich in der DDR gelernt habe, ich habe den ganzen Song selber geschrieben, alleine. Und das konnte ich mit das Deutsch konnte ich das machen. Amadeus, 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 oh, 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 Amadeus, come on, rock it, Amadeus, 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 oh, 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 Amadeus, come on, rock it. Er war ein Banker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jeder rief, na komm, rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, na komm, rock me Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus.